Guten Morgen, meine Lieben. Wieder Zeit für ein Video. Mir brennt nämlich was auf der Seele. Und zwar, es geht ums Thema Vertrauen. Und es geht um die Frage, warum glauben wir eigentlich immer, dass wir am besten wissen, was für uns gut ist? Weißt du auch am besten, was für dich gut ist? Vor allem, weißt du immer, was der richtige Weg ist? Es geht ganz einfach darum, dass wir stecken uns verschiedene Ziele im Leben. Also stell dir vor, du nimmst dir jetzt vor, dir einen neuen Job zu suchen oder umzuziehen oder was auch, ein Haus zu bauen. Ja? Und du hast eine genaue Vorstellung, wo du hin willst. Und jetzt bilden wir uns aber auch ein, dass wir auch den besten Weg dorthin kennen. Oft ist es auf jeden Fall so. Also wir machen wirklich wir planen jeden Schritt und gehen dann diesen Weg. Und wenn dann der Weg nicht ganz glatt ist, also wenn irgendwas nicht klappt, so wie wir uns das vorstellen, dann sind wir enttäuscht, dann sind wir sauer, dann sind wir irritiert, aber ich habe mir das doch so vorgestellt und wieso geht das jetzt nicht so, und ärgern uns und schimpfen vielleicht auch noch auf den Herrgott, ja, wieso der immer so Steine in den Weg legt. Und da kommt jetzt das Thema Vertrauen. Eigentlich, egal was passiert, egal wie ärgerlich es im ersten Moment ist, sollten wir doch Vertrauen haben und dankbar sein, dass er uns hilft, auf den richtigen Weg zu kommen. Weil oft verzetteln wir uns, oft gehen wir dann den falschen Weg oder oft ist es so, dass wir, wenn wir einen kleinen Umweg gehen, sogar noch viel besser ans Ziel kommen und dann noch Sachen am Weg mitnehmen, ja, die wir sonst einfach übersehen hätten. Ein Beispiel. Du bist unterwegs, hast einen Flug gebucht und möchtest losfliegen, der Flug ist verspätet. Natürlich ist das ärgerlich. Und denkst, ach, warum? Und jetzt muss ich da rumsitzen und ich möchte dort eigentlich nur ankommen. Aber weil der Flug verspätet ist, setzt du dich dorthin in ein Café, um auf den Flug zu warten und triffst plötzlich eine Person, die dein Leben wirklich bereichert. Kann beruflich sein, kann privat sein, auf welche Art auch immer, vielleicht wird es auch dein zukünftiger Ehemann, Ehefrau, ganz egal, aber diese Person hättest du nicht getroffen, wenn dein Flug nicht verspätet gewesen wäre. Und eigentlich sollten wir wirklich alles, was uns so begegnet im Leben, solange wir offen sind für alles, egal was uns begegnet, immer dankbar sein, Vertrauen haben und sagen, gut, wer weiß, wofür es gut ist. Es gibt ja diese eine Geschichte, die gefällt mir einfach wahnsinnig gut, von einem Bauern und seinem Sohn. Ein Bauer und sein Sohn, die hatten ein Pferd. Und dieses Pferd ist eines Tages weggelaufen. Und alle im Dorf haben gesagt, ach du armer Bauer, du bist so arm und das ist so schade um dich und jetzt hast du gar kein Pferd mehr. Und der Bauer sagt nur, wer weiß, wofür es gut ist. Ein paar Tage später kommt das Pferd mit zwei anderen Pferden zurück. Also sie haben plötzlich drei Pferde und alle sagen wieder, Ma, du hast ein Glück und jetzt hast drei Pferde und dir geht's aber gut und wieso hast du dieses Glück? Eines Tages reitet der Bauerssohn auf einem dieser Pferde, stürzt und bricht sich das Bein. Und alle sagen wieder, ah, armer Bauer und jetzt hat dein Sohn sich das Bein gebrochen und jetzt kann er dir nicht helfen und du bist so arm und so schade und überhaupt und so ein Unglück. Und ein paar Tage später kommt aber Krieg. Und der Sohn des Bauern ist der Einzige, der nicht in den Krieg ziehen muss, weil er sich ja das Bein gebrochen hat. Und dann sagen wieder alle, Mann, was für ein Glück du hast und dir geht's so gut. Und man weiß nie, wofür etwas gut ist. Und ich denke sehr oft an diesen Bauern, wenn er sagt, wer weiß, wofür es gut ist. Nur wir stellen uns dann hin und sagen, ja, ich weiß ja, was für mich das Beste ist und ich kenne den besten Weg und eigentlich ist das wahnsinnig hochnäsig, oder? Ist doch schön, wenn wir geleitet werden und wir haben da jemanden, der uns leitet. Und egal, was kommt und wie es kommt, nimm es dankbar an und hab Vertrauen, dass dich dieser Umstand auf den richtigen Weg bringt und zu deinem Glück bringt. Also, Lehrsatz für heute, wer weiß, wofür es gut ist. Das nächste Mal, wenn dir irgendwas unterkommt, was dir nicht so gut gefällt, denk dir nur immer, wer weiß, wofür es gut ist. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Das war es im Prinzip für heute. Wir hören uns sicher bald wieder. Ich gehe jetzt mal meine Kinder aufwecken, die schlafen nämlich alle noch. Bis bald, ciao.